Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tom spielt. Tom hat gespielt. Ich habe mein allererstes Let's Play gerade so hinter mich gebracht. Das war Alone in the Dark. Und ich hatte irgendwie Bock, so Anfang der 90er zu bleiben. Ich habe sowieso gerade momentan irgendwie so 90er-Hype gerade. Ich habe so das Gefühl, da bin ich nicht alleine. Ich gucke auch so alte Serien so aus Anfang, Mitte der 90er. Wie, kennt ihr noch Space 2063? Oder kennt ihr noch Earth 2? Das waren so Sachen, die hatten nur eine Staffel, waren aber geil. Genau, und wo wir im Jahr 1992 waren mit Alone in the Dark, bleiben wir doch einfach in diesem wunderbaren Jahr. Und ich habe da was vorbereitet und ich werde heute mit euch spielen, und zwar ein wunderbares LucasArts Adventure, das siebte, meine ich, auf Wikipedia gelesen zu haben, und zwar Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ja, The Fate of Atlantis, wie gesagt, aus dem Jahr 92 von Hal Borwood und Noah Feldstein, programmiert, erdacht, das Drehbuch geschrieben und so weiter und so fort. Die beiden haben sich tatsächlich irgendwann mal gedacht, so, ja, wir müssten da mal mit dieser Lizenz was Geiles machen. Einen vierten Teil gab es ja noch nicht, und deswegen haben sie sich gedacht, ja, dann gehen wir doch einfach mal zur Skywalker Ranch und lassen uns mal ein bisschen inspirieren, so im Hauptquartier. Und da haben sie ein Buch gefunden über Atlantis, mit diesen konzentrischen Kreisen und so. Das war, ist natürlich alles nur Fiction, aber trotzdem interessant genug, und die dachten, das wäre perfekt für ein Computerspiel, und das haben sie dann auch gemacht. In den USA war LucasArts dann auch tatsächlich der Publisher. Hierzulande war es allerdings Softgold. Und da hat ein damals noch sehr junger Boris Schneider-Jone gearbeitet, und da hat er den Auftrag gekriegt, was er auch schon vorher so ein bisschen in Eigenregie gemacht hat, die Übersetzung ins Deutsche vorzunehmen. Die Textübersetzung. Es gab zuerst nur Text. Es gibt jetzt aber auch tatsächlich schon seit längerer Zeit eine Talkie-Version, die hier in Europa eher sporadisch rausgekommen ist. Aber ich habe das Ganze ein bisschen gepimpt, und wir werden heute eine Version spielen mit englischer Sprachausgabe und deutschen Texten. Wie geil ist das denn? Bei den Texten hat übrigens auch noch ein gewisser Heinrich Lenhardt mitgearbeitet. Manche werden ihn vielleicht vom Spieleveteran-Podcast kennen. Das ist auch tatsächlich ein Spieleveteran. Ein Journalist, Spielejournalist der allerersten Stunde, hier in Deutschland zumindest. Und dieses Spiel ist tatsächlich ausgesprochen beliebt. Also das hätte ich auch wirklich nicht gedacht. Was meint ihr, welches LucasArts-Adventure am meisten verkauft wurde? Falsch, es war natürlich Indiana Jones Fate of Atlantis, tatsächlich. Und hat über 1 Million Exemplare verkauft. Wenn man jetzt irgendwie so an Monkey Island denkt oder so, das kommt nicht mal nahe dran. Es hat natürlich mit der geilen Lizenz zu tun und dass es natürlich auch noch ein geiles Spiel war. Und wie geil, das werden wir heute mal rausfinden. Und ich würde mal sagen, fangen wir mal an. So, und da sind wir auch schon auf meinem Desktop. Ich hoffe, ihr könnt alles gut sehen. Ich kann davon nicht genug bekommen. Und da klicke ich jetzt mal hier links oben in das kleine Eckchen rein, starte ScumVM. Wow! Mach den Ton erstmal einen ganz Ticken leiser. Ah, ist wirklich extrem laut. So, alles klar. Ihr sollt ja nicht alles doppelt hören. Wie war das nochmal? Alt, Enter. Vollbildmodus. Ja, es geht doch. Wunderbar. Willkommen zu Indiana Jones und das Schicksal von Atlantis. Wir sehen das Intro. Momentan passiert noch nicht viel. Aber ich genieße das immer so. Ich liebe das. Ich liebe diese Musik, und ihr bestimmt auch, und findet es bestimmt total gut, dass ich da so drüber laber. Ich kann so rüberspringen. Muss ich aber nicht. Ich mach's mal nicht. Was einfach so wunderschön ist. Oh. So, und da ist auch schon Indy. Ganz genau. Wie willst du in diesem ganzen Müll diese Statue finden? Er sucht nämlich was. Eine Statue. Vielleicht ist das ja. Warte mal. Das ist eine Statue. It's a stone carving of Shiva. Das war's nicht. Ich kann gleich von Anfang an sagen, ich habe auch dieses Spiel sehr, sehr häufig gespielt. Es ist so ein bisschen wie in Alone in the Dark. Damals habe ich sehr viel gespielt und auch ganz häufig, ganz oft. Aber tatsächlich schon sehr lange nicht mehr. Es könnte sein, dass ich bei ein paar Rätseln, und ich weiß, dieses Spiel ist einigermaßen knackig, ein bisschen hängen werde. Aber das gehört einfach dazu. So ist das eben. Ha! Diese ganze Aufmachung
diese Einführung ist einfach genial. Also es ist schon so eine Art Tutorial irgendwie. Und es ist trotzdem so ein schönes Intro, wo man da tatsächlich die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nochmal durchlesen kann. Es ist schon sehr filmisch, aber trotzdem computerspielartig. Es ist geil. Gehen wir mal zu der Statue hier. Marcus thought Potlatch Indians carved this. Looks like a movie prop to me. Okay. Gut, einfach aufs Loch. Der Anfang ist noch sehr, sehr einfach. Ein gähnendes Loch sogar. Sieht gefährlich aus. Ja, dann nehme ich doch das Seil. Oh. Oh. Und die nächste Station. Wir befinden uns jetzt hier in der Bibliothek der Universität des guten Dr. Jones. Ich habe vergessen, wie sie nochmal hieß. Aber es ist bestimmt eine sehr schöne Bibliothek. Und das ist auch schon wieder wach. So, ich bin mir nicht ganz sicher, aber hier gibt es, glaube ich, mehrere Abzweigungen. Irgendwie ist mir so, als wenn es tatsächlich in dieser frühen Phase schon mehrere Lösungswege gibt. Ich glaube, ich kenne aber nur eine. Deswegen werde ich die wahrscheinlich auch benutzen. Bücher über Statuen. These books don't look familiar. Dann nimm mal eins raus. Und dass der Hut immer mitsegelt. Das ist richtig geil. Ja, generell sagt man ja tatsächlich, dass diese Story schon irgendwie einer Filmfortsetzung würdig wäre. Man hat sich dann aber leider Jahrzehnte später für ein anderes Drehbuch entschieden, bei dem es dann um Aliens ging und es war fast genauso gut. Ja, die Katzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine von diesen Katzen eine echte Katze ist. Ah! Und gleich beim zweiten Mal schon. Ab in den Kohlenkeller. Ah, ganz ruhig, Dr. Jones. Aber bleibt da nicht allzu lange liegen. Es könnte ein bisschen warm werden, oder? So gerade der Fuß. Hätte man eigentlich noch mal kurz animieren können, wie das Gummi so langsam anfängt zu rauchen. Er sieht doch sehr heiß aus. Ich nehme mal ein bisschen Kohle. A fine sample of bitumen. So, da haben wir einen Schrank. Da ist nichts drin. Im mittleren natürlich auch nicht. Und da ist nämlich diese besagte Statue. I wonder where Marcus picked it up. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was ich da jetzt groß anders hätte machen sollen. Es war nur so im Hinterkopf tatsächlich, dass man das auch auf andere Art und Weise lösen kann, dieses Tutorial oder wie man das auch immer nennen will. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, falls das so ist. Aber jetzt werden wir schon eingeführt in die Geschichte, die dahinter steckt. Ist ja auch nicht schlecht, wenn man von Anfang an weiß, was eigentlich abgeht. Aber ich werde da mal kurz meine Klappe halten, die Leute miteinander reden lassen. Denn sie reden ja. Indy? You don't look at all well, Dr. Jones. Exploring our collections can be dangerous, Mr. What was your name again? Smith. Tell me, did you find a lock to match my key? You bet I did. Take a look. Das ist aber nicht die Stimme von What are you waiting for? Let's open it. Vom originalen Indiana Jones, oder? Why not? It's an obvious fake. Aber vielleicht die von Han Solo? You may think so, Doctor. Wer weiß. But I believe we are opening a new chapter in history. My word, Indy, a small metal bead. Orichalcum. Ich weiß es noch. I still think it's a fake. Then you won't mind if I take it. Ready, Mr. Smith. Stand back, gentlemen. I hope you've got a getaway car waiting. You'll need one. What is Fleets? What is Fleets? Aber er macht den deutschen Akzent einigermaßen okay.
his coat, Marcus. Hey, what's this? Klaus Kerner, huh? Klaus Kerner heißt der Mann. Ja, gut, dass er auch auf solche Missionen seinen Personalausweis dabei hat, wo drauf steht, dass er ein Spion ist. Das perfekte Verbrechen, würde ich sagen. I don't think it's a pony. I can't place the style, but it's old. Look what else our friend was carrying. An old copy of National Archaeology. There you are in Iceland. Yeah, field supervisor for the Jastro expedition. My first real job. Who's the woman? Sophia Hapgood. She was my assistant, a spoiled rich kid from Boston, rebelling against her family. Where is she now? Und da haben wir auch schon das Love she interest. She gave up archaeology to become a psychic. Or isn't she? How odd. You can say that again. Indy, Kerner found you. What if he finds her? We should warn the woman. You're right. I want to know more about that statue. You know, Marcus, the coldest year of my life was the one I spent in Iceland with Sophia. Ja, ja. Fickelgeschichten können so romantisch sein. Na, natürlich das Barnett College. Großer Fan. So, und da sind wir. Wollt ihr noch was sagen? Offensichtlich nicht. Da sind wir dann noch schon. Bei der ersten Rätsel-Stage. Und was man über das Spiel wissen muss, es gibt, drei Lösungswege oder beziehungsweise Spielarten, die man machen kann. Einmal einen Action-Weg, einmal einen Puzzle-Weg und einmal eine Art Koop-Weg. Und wie wahrscheinlich die meisten bevorzuge ich tatsächlich den Koop-Weg, weil der ist auch rätsellastig, der ist sogar gar nicht mal so unrätsellastig. Sophia ist viel dabei und das ist eigentlich ganz cool, weil die eine gute Dynamik haben und deswegen werde ich den bestreiten. Aber erstmal gucken wir, was hier so los ist. Ein wunderbares altes Kino. Mit Live-Vorführungen allerdings. Es sieht wie ein Kino aus, ist wahrscheinlich aber ein Theater. Spielt ja 1939. Gab es da schon so viele öffentliche Kinos? Das müsste ich eigentlich wissen. Schreibt es in die Kommentare. Ich werde jetzt hier jemanden anrufen. I can't make a call. I'm out of nickels. Habe ich mir gedacht. Ach so. Ich habe kein Kleingeld bei mir, ja, klar. Ich rede mal hier mit der Kassiererin. Was ihr hier seht, ist übrigens das Scum-Interface. Das sollte den guten alten Parser ablösen. Also, dass man selber irgendwelche Sachen eintippen musste, die dann vom Computer entweder verstanden wurden oder auch nicht. Und der dann irgendwelche Aktionen ausgelöst hat. Das ist sowas Ähnliches, nur dass man eben die Wörter vorgegeben bekommen hat und dass man die dann anklicken musste. Und das war schon sehr viel einfacher. Scum heißt, glaube ich, for Manic Mansion, denn es ist tatsächlich für das erste LucasArts Adventure Manic Mansion erfunden worden von Ron Gilbert, dem Meister himself. Okay. But no seats, no standing room, no exception. Gut, also auf dem Weg kommen wir schon mal nicht rein, denn es ist einfach ausverkauft. Dann nehmen wir natürlich die Hintertür, ist ja wohl logisch. Was haben wir hier noch so? Achso, ganz wichtig bei diesen Adventures war immer erstmal den ganzen Screen abfahren. Das war zu einer Zeit, als man noch nicht interaktive Objekte highlighten konnte mit einem Tastendruck. Meine ich zumindest, dass das hier noch nicht so war. Deswegen immer so machen und dann sieht man, okay, alles klar, das sind Kisten. Ja, Kisten, Kiste. Da gehen wir mal hin. Vielleicht kann man da ja noch was machen. Dann haben wir sogar noch einen Feuerleiter. Also man könnte vielleicht sogar da nach oben. The way looks blocked. Ja, natürlich. Benutze Kiste. That doesn't seem to work. Was haben wir eigentlich? Öffne Kiste. Doesn't seem to open.
Ah, drücken und ziehen geht auch. Ah, okay. Geht es jetzt? The way looks blocked. Nein. It won't go any further that way. Aha, aha. Haben wir denn noch mehr Kisten, die wir verschieben können? Diese hier vielleicht, oder ist das dieselbe? Weil diese Hitboxen sind ganz schön groß. Manchmal. Aber ich versuche mal hier, diese hier zu ziehen. Nee, es ist dieselbe. Klopfen wir erstmal an die Hintertür. Ah, ist tatsächlich schon lange her. Ich mache einfach benutzen. That doesn't seem to work. Das klappt natürlich so nicht. Dann mache ich öffne. Öffne gibt es natürlich auch. It's unlocked. What do you want, pal? This ain't no ticket office. Ich bin der Feuerschutzbeauftragte. I'm the fire inspector. What do you take me for, a moron? Ehrlich gesagt schon. Wait a minute. Yeah, what for? Ich soll die Lampen reparieren. I'm here to fix the lights. There's nothing wrong with the lights. Now shove off. Good night. Ich will mal gucken, ob man die Lampe da kaputt machen kann, irgendwie. There's gotta be some way to talk my way in. Ja, ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Es muss irgendwie einen Weg geben. Nee, aber leider kann man diese... Das wäre natürlich jetzt ganz witzig gewesen, wenn man diese Lampe kaputt machen sagt. Ja, aber die Lampe ist ja schon kaputt. Und da drinnen gibt es auch kaputte Lampen. Vertrauen Sie mir. Also diese Schieberätsel... Ich glaube, ich habe den einfach immer umgehauen. Ich war damals so ein bisschen stumpfer drauf. Also noch stumpfer, unfassbar. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie kämpfen geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das hatten wir ja schon. Lass mich rein, was ich habe. Ja, sowas ähnliches. Was denkst du denn? Ich weiß nicht mehr, was ich drücken muss. Was, Space? Das war noch eins der Spiele, das sagt einem das da nicht, ne? Das erwartet, dass man das Handbuch gelesen hat. Schwer, wenn man das auf GOG kauft. Warum sollte ich, du Pfanne voller Fett? Gut. Why should I, you fat tub of lard? That's it, wise guy. Put up your dukes. Das war's nicht? Ah, okay. Ja, gut. Gegner totklicken. Das funktioniert immer. Alter, der Biff, der hat's aber drauf, Alter. Ich meine, ich habe nicht viel Punch und so, aber dafür treffe ich regelmäßig und jetzt dauert es auch hoffentlich nicht mehr lange. Ich klicke einfach noch ein bisschen schneller, bevor es mich erwischt. Okay, es hat funktioniert. Also schwerer fallen sie, ja. Gut, das war jetzt ein bisschen brutal. Aber es ist eben Indiana Jones. Oldschool-Action-Abenteuer-Getüdel. Heavens! Genau. Dieses Rätsel habe ich schon damals nicht verstanden. Hold on! You must be the new doorman. About time they got rid of Biff. He was such a pushover. I want a reading with Miss Hapgood. Are you crazy? During the show? Write a letter. Alles anschauen ist auch ganz wichtig. A long while ago, when I thought we might like each other. Alles klar, das habe ich mir schon angeschaut. Ich gehe jetzt hey, einfach. You can't go out there. Take it easy and watch the show. Here, my friend, is a plan. So geht's auch. Oh, jetzt wird's wichtig. Während ich mir noch ein Bier hole, hört ihr gefälligst zu. Wichtig. Beyond our wildest dreams. 5,000
2,000 years ago, while everyone else still wore animal skins, the mighty spirits of Atlantis dared to build a city where knowledge and power were united in true happiness. Centuries later, the famous philosopher Plato wrote about it. He placed Atlantis on a continent out in the deep ocean. Ozean. And described how it was divided into three circular parts, such as you see here. Isn't she something? She can go on for hours. Sie ist ganz fantastisch. So, ich muss jetzt aber irgendwie den alten Beleuchter hier loswerden, damit ich da an die Hebel rankomme. Ich kann ja trotzdem mal versuchen. Hold on! Ja, ich hab's mir gedacht. She's just coming to the exciting part. Natürlich. What befell the serene city? We may never know for sure. Was it the sea level slowly creeping higher, or the earth itself suddenly shifting? However it happened, panic must have gripped the citizens. On that fateful day when proud Atlantis sank beneath the waves. Or... Das war für mich ein paar zu viele Animationsstufen, ehrlich gesagt. Something remains even now. On some questions, the great spirit who guides my thoughts. Nur-Absal! All-seeing Nur-Absal. I've been through this 100 times. The woman never stops. Versuchen wir es nochmal. Wait. She's still talking. Hold on. She's still talking. Das stimmt, das stimmt. Aber es kommt keine Cutscene. Wenn man das so nennen darf. Ich rede nochmal mit ihm. Excuse me. Yeah, what now? You look tired. Wouldn't you like to call it a day? Nah, sooner or later I get to run the ghost out there. That's always a big moment. Ja, ganz genau, das möchte ich ja. Das möchte ich ja. Also, ich rede nochmal mit ihm. Excuse me. Yeah, what now? Wollen Sie nicht vielleicht lieber etwas anderes tun? Isn't there something you'd rather be doing? Like what? Show business is my whole life. Don't you have any hobbies? Sure, I read. What if I give you something to walk away? A bribe? Who do you think you're talking to? Okay, das ist jetzt nur ein Bild. Ich glaube, ich muss ihm einfach irgendwie ein Magazin oder sowas besorgen. Kann das sein? Ich gehe nochmal raus, wenn das überhaupt noch geht. War da nicht ein Zeitungskiosk da draußen? Da muss denn dieser Biff hin? Gehen wir mal zum Kiosk. Ja. Okay. Eine Zeitung. That'll do the trick. Dass man die auch einfach so wegnehmen kann. Na, die guten alten 30er. Wer vermisst sie nicht? So. Dann gehen wir doch mal rein. Und geben dem Mann, drücke das Ding in die Hand. Nein, gibt's natürlich auch. Das sollte es... Well, well, the late edition. I wonder if the Dodgers won. Watch the lights while I find out, okay? Klar mache ich das. So, ich weiß, vielleicht ein kleiner Spoiler, aber ganz, ganz zum Schluss gibt es so ein Rätsel, wo man drei Schalter
betätigen muss oder beziehungsweise auch drei Hebel umlegen muss. Und zwar in einer bestimmten Reihenfolge. Und ich habe das immer so durch Ausprobieren versucht. So beim zweiten Durchspielen habe ich dann irgendwann gemerkt, ja, warte mal, da sind ja auch drei Hebel. Ist das vielleicht dieselbe Kombination? Da war es aber schon so lange her, dass ich mich nicht mehr an die Kombination erinnern konnte und es einfach so ausprobiert habe und es hat dann irgendwann wieder funktioniert. Ich möchte dieses Mal wirklich wissen, ob das dieselbe Kombination ist. Das weiß ich nämlich nicht. Wir versuchen mal was. Ich drücke jetzt mal den Knopf. Da dürfte sich, glaube ich, nichts tun. Nothing happened. Habe ich mir schon gedacht. Dann drücke ich jetzt erstmal den ersten Hebel. Okay, die Lampen sind gelb. Gelb ist... Ich drücke mal den mittleren Hebel. Die Lampen sind rot. Ich drücke den Hebel. Gelb. Dann ziehe ich den Hebel. Grün. Okay. Das schreibe ich mir nämlich jetzt auf. Das will ich mal wissen. Also... Links, ganz nach vorne, Mitte nach unten und rechts auch ganz nach vorne. Oder gibt es auch noch... Ja, doch, das funktioniert schon. So, der große Moment, ich drücke den Knopf. Ist natürlich ungleich schwieriger, wenn man das auf dem Schwarz-Weiß-Monitor oder Fernseher spielt. May I present Nerapsal, the great Atlantean god of deceit. Deceit. Indiana Jones, you've got some nerve. Go back, you big jack-o'-lantern. Oh, great. Wie ist das denn passiert? Ja, LEDs gab es damals noch nicht. Come on, Mister. I've got a few words to mince with you. I'd say it's about time. Jetzt kommen mir doch irgendwie Zweifel, ob ich wirklich diesen Koop-Weg nehmen soll. Oh, wir no. werden sehen. Looks ich will like nicht got here first. Stay put. No one here. Die Szene ist realistisch, aber irgendwie unnötig. Nor here either. Oder? Naja, gut. Ein geniales Versteck, das muss man nicht lassen. Grandios. Dr. Ubermann, fantastic news. We found the treasure we seek. Man beachtet auch diese wunderbare iMuse-Musik, die tatsächlich auch Lage angepasst sich ändern tut. Finde ich klasse. Und sie ist auch sehr, sehr gut kombiniert auch. What does a Nazi spy want with old statues? Have you seen the newspaper? Listen to this. Deutsches Genie spaltet Atom. Worldwide race to smash the uranium atom. Chief Scientist Dr. Hans Ubermann announced his plan to harness new sources of energy for the Third Reich. So? Komm schon, ein paar Atome machen doch nichts aus. Das finde ich geil. Besonders wenn man bedenkt, was im richtigen vierten Serienteil passiert ist. Also der Film, na, ihr wisst schon, der Kühlschrank. Practical results are years away. Of course they are. That's why they're looking for the power of Atlantis. Be serious. I used to think you'd make a good scientist. Ohne Mist, ne? Das habe ich bei den Indiana Jones Sachen immer geliebt, dass die Nazis irgendwie irgendeinen mystischen Kram suchen, die Machtergreifung irgendwie voranzutreiben und man sie davon abhalten muss. Das finde ich einfach aufregend. Ich finde das geil. Und deswegen macht mir das auch so einen Spaß hier. Trotzdem hast du wichtige Funde unterschlagen. Ist das so? Meine Expedition? Okay. Oh, dann hauen wir das mal so vor den Latz. Yet you stole things from my expedition.
artifacts such as archaeology has never seen. You're lucky I don't have you arrested. So what if I kept a few pieces for myself? Look for a small coppery bead under those clippings in my desk. Oh, sie hat auch Orichalcum. What do you know? Das ist eine unerschöpfliche Energiequelle. Uralt, von den Atlantern. Kerner missed the grand prize. War das ein Spoiler? What? Ey, das Spiel ist fast 30 Jahre alt. My necklace. Watch closely. The bead is made of orichalcum, the mystery metal first mentioned by Plato. Now I'll place it in the medallion's mouth. Did you see that? Yeah, creepy. Da fragt man sich schon, wozu war das gut? Electric bill paid up. That was Nurav Sal. His spirit is close. Closer than Atlantis, that's for sure. Suppose I gave this orichalcum business any credence, which I don't. Atlantis has been underwater for centuries. Shh. I'm getting something. Nurav Sal speaks. He bids us find the... What? Das fand ich damals schon immer so geil. Yeah. The Lost Dialogue of Plato. Another fine myth. Das Buch ist ein legendärer Schwindel. Das wäre wahrscheinlich das, was Indiana Jones sagen würde. That book is a legendary hoax. What if the Nazis have already found a copy? You ever think of that? Das finde ich ja so geil. Es tauchen ja bei Indiana Jones immer so übernatürliche Phänomene auf, die dann tatsächlich auch legit übernatürlich sind. Und er ist aber nun mal durch und durch Wissenschaftler und versucht da immer irgendwie noch eine andere Erklärung für zu finden. Das finde ich gut. You found this stuff in Iceland, right? Yes, near our old dig site. I thought so. Dig site. Who's working there these days? Bjorn Heimdall, I believe. Maybe we should pay him a visit. Auf jeden Fall. What do you say? I thought you'd never ask. Ach ja, die wunderbare Indie-Weltkarte. I love it. Wann wird man denn gefragt, wie man spielen will? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es echt komplett vergessen. Aber ich glaube, das war auch noch total simpel. Gibt's nix? Nö. Dann gehen wir nochmal rein. Da haben wir den guten Björn ja auch schon. Da reden wir mal mit ihm. Hi Björn, ich bin auch Wissenschaftler. Dr. Heimdall. Dr. Indiana Jones, I believe, and Madame Sophia Hapgood. This is my dig site now. Go away. Wie hostile. Ich dachte, sie bullen nach Klippern in Dänemark. Okay. Heute sind wir aber nicht sehr freundlich. Was? We're very friendly today, are we? I like solitude. It helps me think. Doctor, what do you expect to find here? The secret of Hyperborea. That's what the Greeks called Iceland, you know. You've read how they sailed north to a fog-shrouded land and how they never set foot upon it. After traveling thousands of miles, mere fog wouldn't turn them back. Some idiots claim they were repelled by ghosts. Es sei denn, man ist sehr, sehr abergläubisch.
sure you're going to tell me. He was stopped by a force field, put here by beings not of this earth. Natürlich. That's fascinating, Doctor. Have you ever heard of Plato's Lost Dialogue? Yes, there are rumors about such a book, but I've yet to see it. Ach, das glaubt jetzt nicht, Herr von Däniken. Charles Sternhardt in Tikal, a shady fellow, who claims he translated the whole thing. And Philip Costa in the Hastos Island. As a researcher, he's a farce, but he's a sharp traitor. Jo, und das ist auch genau das, was Indiana Jones eigentlich, die guten Indiana Jones Episoden gemein haben mit James Bond, nämlich eine Reise zu vielen schönen Sites in der Welt. War beim Temple of Doom leider nicht so, deswegen fand ich ihn wahrscheinlich auch nicht so gut und war im vierten Teil ehrlich gesagt auch nicht so. Darüber müssen wir jetzt keine Worte mehr verlieren. Fragen wir ihn weiter aus. Müssen wir ja scheinbar. I am convinced that these travelers came to Earth to form colonies like Atlantis, using Hyperborea as a spaceport. Up north here, we're close to the ether. It's a perfect landing site. So what's the link between Hyperborea and Atlantis? Right, the Yastro expedition, the one you're about to work on. Recently, I saw pieces from it, pieces that are clearly Atlantean. I see. Somebody must have been I see. Go ahead, blame it all on me. Where did you say those pieces come from? Ah, Mist, das war so eine Nachfrage. Das können wir überspringen. Wenn ich wüsste wie. Yvan. So you completely discount the supernatural? Completely. If it's supernatural, you want. Dr. Sternhardt and Costa. Sternhardt and Costa. Alles klar. What is this thing you're working on? The bronze eel soon I'll have it out of the ice. Habe ich die Untertitel jetzt langsamer gemacht oder schneller? Ich glaube langsamer, oder? Gut. Dann muss ich irgendwie nochmal rausfinden, wie man bei ScumVM die Untertitel wieder schneller macht. Das kriegen wir schon raus. So long. Okay. Gut, wir haben ein paar Infos bekommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner Erinnerung, war das irgendwie anders? Da guckte der Kopf der Schlange da noch irgendwie aus dem Eis raus. Reden wir erstmal mit Sophia. Sophia. What's on your mind? I think the good doctor's got frostbite of the brain. I'll say, spaceman, my eye. Okay, passt auf. Wir gehen jetzt mal in die Eingeweide von ScumVM. Ich glaube, das ging mit F5. Sehr gut. Untertitel Tempo. Dann machen wir das mal ein bisschen schneller, oder? Also ihr kommt auch so mit, oder? Würde ich sagen. Funktioniert schon. Okay, kann ich gar nichts mehr machen. Was geht zu eisbedecktes Objekt? Ich schaue mir das mal an. It's an eel figurine trapped in ice. Das wird nichts bringen. Ich rede noch mal ganz kurz mit ihm, nur um ganz Whoa. Sicher zu gehen. Fiele mir im Traume nicht ein.
Immer noch ziemlich langsam, oder? So long. Ja, gut. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder weg. Good luck, fellow believer. Vielleicht muss man auch erstmal wieder raus und dann wieder rein. Wie gesagt, das ist lange her. Ich gehe mal zum Camp. Was ist denn da? Looks like someone's still living here. Das ist gut. Ich rede noch mal mit Sophia. Sophia. Yes? What do we do now? Das ist eine gute Frage. Let's find Costa and Sternhardt. Na gut. Okay. Dann machen wir das. Wir schauen uns mal um. Let's look around. Okay. Ich glaube, wir sind tatsächlich fertig hier und fliegen jetzt erstmal um die Welt. Achso, benutze, würde ich mal sagen, oder? Benutzen wir doch mal diesen Laster hier. Wir haben ja genug Geld, ne? Die Kreditkarte sitzt locker. Ist auch kein Problem mit der Umwelt oder so. Wir fliegen einfach mal so hier hin und dahin und dorthin. Tikal ist, glaube ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was da ist. Bei den Azuren fühle ich mich ein bisschen sicherer. Da fliegen wir jetzt mal hin. Auch eine sehr schöne Animation. Diese kleinen Ingame-Cutscenes. Die waren damals jetzt auch noch nicht so verbreitet. Das war immer schön. Und trug auch zur Atmosphäre bei. Genau. This is his house? Wir haben diesen da eigentlich rausgefunden. This is it. Sie wusste es vielleicht. Im Internet konnten sie ja nicht nachgucken. Okay. Benutze Tür. I don't think that'll work. Ja, ich würde ja auch klopfen, aber drücke Tür. I can't move it. Gut. Redetür. Natürlich könnte ich sie auch einfach öffnen. Und dann klopft er. Klar. Mr. Costa? Wait down. I'm coming. Be careful, Indy. Humor him. Trust me. I suppose you're selling something. If it's not a priceless artifact, I don't want it. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe da tatsächlich einen Fehler gemacht. Wir machen es mal so. Erstmal extrem, damit wir einen Unterschied sehen. I hear you know something about Plato's lost dialogue. Maybe so, maybe no. Who are you? I'm Indiana Jones. I'm Costa, and I'm tired of talking to you. Indiana? What kind of stupid name is that? So haben wir den Hund genannt. Nice going, Indy. I could have done better. Ja, mach du das doch. Ja, why not? Excuse me. Yes? Here, you talk to the man. Hier, rede du mit dem Mann. Genau. My pleasure. Ich meine, wenn sie das schon sagt und anbietet, spiele ich jetzt sie? Ach, wie cool. Ja, genau. Also, öffne die Türe nochmal. Mr. Costa. Mach dem Mann schöne Augen. 1930er Style. Watch and learn, Dr. Jones. I learn. Well, hello, beautiful. Professor Costa, my name is Sophia Hapgood. Madam Sophia, the renowned psychic?
friend didn't pester you too much. He's a friend of yours? Well, no, he didn't pester me that much. Actually, he's named after the family dog. Sophia. See? I see. What can you tell us about Plato's Lost Dialogue? What do you want to know? Naja, alles. Do you have it? Zum Beispiel, ob sie ihn haben. Klar, nö, natürlich nicht. Haben sie ihn gelesen? Nope. Nö. Wissen Sie, was in ihm steht? Do you know what's in it? Not exactly. Can you get it for me? Sorry. Das ist eine große Hilfe, das muss man schon sagen. Do you know where we could find it? Well now, that depends. I might trade the information for a rare Atlantean artifact, such as a certain necklace I've heard about. I'll never trade away my necklace. Well then, if that's how you feel, surprise me. Would you do business with my friend here? Aber ich hab doch nix. Madam, I'll do business wahrscheinlich with anyone. Kommen. Thanks for your help. Goodbye for now. At your command, madam. Don't be a stranger now. Don't be a stranger. What a charming old man. Trade, huh? If not your necklace, then what, I wonder? Rede mit. Sophia? Achso, ich bin ja Sophia. Indy? Yes? I think you better take over. Okay, I'll think of something. Öffnen wir eben nochmal diese Türe und reden Mr. mit diesem Costa? Sympathischen jungen Mann. You again? Herr Costa. What do you want? Hätten Sie eine Toilette? I hear you know something about Atlantis. Ah, ein bisschen plump, ne? Ha! Wouldn't tell you if I did. But don't be a jerk. Okay, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Ich glaube, wir müssen nach Tikal. Don't say anything. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann fahren wir da eben hin. Was willst du machen? Come on, let's go. Oder wir gucken noch mal ganz kurz in Iceland nach, ob nicht vielleicht doch tatsächlich inzwischen der Aal ein wenig rausguckt. Ja, ich habe das bemerkt, dass das ein bisschen merkwürdig klingt. Nein, tut er nicht. Gut, dann ab nach Tikal. Tikal. Nee, ich will einfach nur raus. Hilfe? Na komm. Ich will einfach nur... raus. Ja, sehr schön. Ja, dann ab nach die Geilen. Mal gucken, was da so los ist. Ich glaube, da war diese kleine Pyramide. Oder? Ah, ich will nicht spoilern. Aber so die Erinnerungen kommen manchmal ein bisschen wieder. Komischerweise kann ich mich hauptsächlich gut erinnern an den letzten Teil dieses wunderbaren Spiels. Weil der ist auch ganz schön aufregend. Okay, geht zum Dschungeltier. Warte mal, mit diesem Tier war irgendwas. Benutze Peitsche mit Dschungeltier. Tatsächlich, das geht. Man macht ihm Angst und dann geht das irgendwo hin. War es nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dunkler Dschungelweg. Man kann die Wege auch irgendwie kaum erkennen, ne? Wo ist denn das Tier? Okay. Große Anaconda. Warte mal. Das war doch... Ach ja, genau. Da ist eine fiese Anaconda, da kommen wir nicht dran vorbei. Also müssen wir dieses Dschungeltier irgendwie dazu kriegen, zu dieser Anaconda zu flüchten.
Und deswegen müssen wir das so lange vertreiben, bis es durch Zufall da mal landet. Man könnte sich natürlich auch einfach die Mühe machen, eine Art Muster zu erkennen. Oder man probiert einfach so lange herum, bis es funktioniert. Welcher war nochmal der richtige? Der hier, ne? Mit den Steinen davor? Nee, der war's. Okay. Aber, diese Geduldsaufgaben sind auch nicht gerade meine Stärke. Das muss ich leider zugeben. Aber wenn ich jetzt von hier... Also wo muss ich das Tier denn jetzt hintreiben? Ich muss es ja zu dem Eingang hintreiben, wo ich gerade stehe. Aber das wird ja nicht aus diesem Eingang rauskommen, wenn ich davor stehe. Weil es ist ja sehr scheu. Ein sehr scheues Tier. Vielleicht gehe ich da einfach mal hin. So, gehe ich da hin? Läuft es davor? Ja, versuche ich das mal. Das ist jetzt der falsche Weg leider, aber so funktioniert es irgendwie, ne? Ja, ja, gut, immerhin. Wenn man da reingeht, kommt man dann da raus? Hoffentlich. Weil dann wüsste ich schon. That critter's too far away. Hm. Geh nicht so nah ran. Ist das besser? Okay, dann verschwindet es nämlich in dem Eingang. Ah, okay, alles klar. Und dann, was macht es? Ich benutze die Peitsche nochmal. Und jetzt ist es da rausgelaufen. Verdammte Axt! Lauf da doch nicht raus! Okay. Gut, jetzt habe ich es dahin getrieben. Ich muss erstmal schauen. Ja. Durch Zufall ist es genau dahin gelaufen. Ja, gut. Ich nähe mich. Nein, nicht da lang. Geh da wieder rein. Okay. So, benutze die Peitsche. Von hier müsste es ja wohl gehen. Ja. Okay, gut. War doch nicht so schwierig. Und die Anaconda ist natürlich an mir überhaupt nicht interessiert gewesen, aber an diesem Dschungeltier. Und da sind wir auf einen Schlag beide los. Good old Mother Nature. Good old Mother Nature. Ich liebe dieses Spiel. Okay. Ja, das sieht irgendwie so aus, als wenn da eine Brücke draus entstehen könnte. Das kann ich nicht. Ach, echt nicht? Ziehen geht wahrscheinlich erst recht nicht, ja, habe ich mir schon gedacht. Nimm auch nicht. Vielleicht benutze die Peitsche damit. Das wird natürlich nicht funktionieren. Ich schaue mir das mal an. Looks pretty flexible. So. Ich schaue mir mal den Papagei an. What a smart looking bird. Dann kann man doch bestimmt mit ihm reden, wenn er so smart ist. I can't talk to that bird from here. Nee, ich will die Peitsche mal drin. Das kann man eigentlich nicht machen, ne? Warum gibt's ja nicht Kletter? Vielleicht hab ich Benutze schon gemacht? Manchmal ist es so naheliegend, ne? Boing. Okidoki, wie soll ich jetzt jemals wieder zurückkommen? Hi, Indy. What? Ja. Hello. How did you get over here? While you were off bushwhacking, I found a path. Super. Lass mal umsehen. Okay. Oh, eine Petroleumlampe. Die nehmen wir natürlich mit. Just a minute. Das war klar. That's my shop. Alter, wie konntest du das da hinter der Pyramide überhaupt sehen? Erzähl doch nichts. Can I help you with something? Du kriegst die Peitsche. Replicas of the temple, souvenir mugs. No thanks, Mister. Charles Sternhardt, PhD. Ach, der Steinhardt, das ist sehr gut. Zu dem wollten wir ja auch. Well, what can you tell us about Plato's lost dialogue? I'm the one who translated it, I can tell you that. I'd worry you were here to steal my last copy, but someone called Mr. Smith beat you to it. Oh, no. What can you tell us about Mr. Smith?
He showed up last week, a tall man with a German accent and a pistol. He could have taken all my souvenirs, but he only wanted the lost dialogue. Aber ich will mich ja nicht mit Boris und Heinrich anlegen. Das würde ich niemals tun. Das sind Helden. What can you tell us about the temple? Glad you asked. The locals claim Mayan Indians built it. Now I ask you, does this look like the work of primitive savages, or does it seem much too civilized? Lass mich raten, Aliens. Can we take a look inside? How do I know that you aren't a pair of silly tourists? I only show the temple to reputable scholars. I'm Dr. Indiana Jones. Is that scholarly enough? Indiana? Hast du meine Filme nicht gesehen? Sounds like the name of one of your states, or possibly a cat. Actually, it was the name of a dog. Sophia. Ja, ein Running Gag. Das musste damals sein. I'm hoping to find some evidence of Atlantis here. Evidence is easy. You're surrounded by it. Proof? Now that's hard. I'd really like to explore the temple. Tell me the name of the lost dialogue of Plato. The Pleiades. Pleiades! Too bad, old bloke. That's not the answer. Ich befürchte, ich kenne die Antwort nicht. Aber dieser Vogel hier, der vielleicht schon. Wenn er auch so redselig ist. Pleiades? Pleiades! A cluster of young stars. Oh. Oh. Echo. Echo. Polly want a cracker? Polly want a cracker? Irgendwie habe ich das Gefühl, das führt zu nichts. Me and you. And Tyler too. Okay, aber er scheint irgendwie wichtig zu sein. Ich rede mal mit Sophia. Sophia? Yes? What do we do now? We could talk to Sternhardt again, or we could move on. Ja, weiterreisen ist jetzt so die Sache, ne? Ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, wohin. Begging your pardon, you can't go in there. The temple isn't safe. Mann, das war aber doch verzwickt damals. Ah, der Tempel ist nicht sicher. Ich rede nochmal mit Steinhardt. Sternhagel voll. Yes? Ja. Does that mean we came to the wrong place? Vielleicht schickt er uns ja zu einem anderen Ort. I pretty much lost hope myself. But old legends and rumors die hard. What kind of rumors? Local legend has it that the temple was built by men who are not men. What are men who are not men? Who knows? I've heard everything from giant men with snakes for tails to giant snakes with men for heads. You actually believe Atlanteans lived here? After the city sank, this is where they came, I'm sure. Thanks, we just like to look around. Why not? Ich fürchte, auch hier kommen wir nicht besonders weit. Warte mal, ich kann ihn ja mal hier. Hallo, wir sind Wissenschaftler. No thanks, I don't want it. Ich rede nochmal mit dem blöden Papageien. Vielleicht hat er jetzt andere Sachen drauf. Hulalala. Was, bitte? Okidoki. Nee, wir müssen tatsächlich. Vielleicht müssen wir wieder zum College zurück. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Da musste man tatsächlich auch noch was suchen. Let's find the airport. Aber war das wirklich zu diesem frühen Zeitpunkt? Ich fliege nochmal nach New York. Das geht ja so schnell und so umweltschonend.
we doing here? Das ist eine verdammt gute Frage. Das wollte ich dich gerade fragen, ja, genau. I was going to ask you the same thing. This is your territory, Professor, not mine. You figure it out. Alles klar. Let's look around. Lass mal umsehen. You go, I'll wait. Vielleicht finden wir ja den Dialog von Platon. Allerdings haben wir da nicht besonders viele Anhaltspunkte, oder? Oder wir fliegen nochmal zu den Azuren zurück und fragen den Professor, wie der nochmal hieß. Ich schaue mir mal das Schwarzbrett an. Where have you gone, Joe DiMaggio? Okay. Gut, die Treppe ist schon mal gesperrt. Und hier ist... Okay. Nehmen wir mal einen dreckigen Lappen. Kann man ja mal gebrauchen. Ich öffne mal den Ofen. Ich schaue in den Ofen. Very hot. Das habe ich mir schon gedacht. Kohlenrutsche. Benutze Kohlenrutsche mit dreckiger Lappen? Das macht überhaupt keinen Sinn, oder? Ja, okay, gut. Nein. Auch hier komme ich, glaube ich, noch nicht weiter. Ich stelle mich gerade ein bisschen dumm an, oder? Ey, aller Anfang ist schwer. Außerdem ist es ganz gut, die Locations schon mal zu kennen, auch wenn man noch nicht weiß, was man machen muss. Das war immer sehr wichtig bei diesen Adventures. Dann gehe ich mal in mein Büro. In meinem Büro sind bestimmt tolle Dinge, die ich natürlich komplett vergessen habe mitzunehmen. Beziehungsweise nicht ich, sondern er. Das sieht doch gut aus. Was haben wir denn da? Regale. Ich schaue mir mal jetzt alle Regale an. Nothing up here but a few broken pots. Okay. Ich schaue mir auch dieses Regal an. Da bin ich mir nicht zu voreinfühlen. Here's a thuggy idol. Ja, nimm. I don't need anything here. Habe ich mir schon gedacht. Gehe zu, kannst du hoch. Das ist schon mal nicht schlecht. Ein Koffer! Öffne Koffer. Schaue Koffer. Nothing useful in here. Na, ganz toll. Dann nehme ich den ganzen Koffer mit. I can't pick that up. Habe ich mir schon gedacht. Was ist denn das für eine Tür? Oh, da ist aber auch so eine Art Tresor, ne? Ne, ein Eisschrank. Okay, Eisschrank ist auch nicht schlecht. Ich mach mal öffne Eisschrank. Phew. Guess I should have cleaned it out. Mhm. Schau. I guess it's mayonnaise, but it looks like used motor oil. Nimm Glas. Schau an Glas Mayonnaise. Mit Ä geschrieben. Ganz fantastisch. Mehr ist da nicht drin, oder was? There's nothing useful in here. Okay. Also alte Mayonnaise. Gut, ich hab. Also immerhin. Der Ausflug hat sich schon gelohnt. Jetzt fliegen wir wieder zu den Azuren. Da kann ja wohl nicht angehen. Aber dann lasse ich gleich Sophia mit ihm reden. Das dauert mir sonst so lange. Ja, und die Cutscene ist immer noch sehr schön. Irgendwann nervt sie aber. Mensch, der alte Costa. Er hat auch Antworten für uns. Bin ich mir ganz sicher. Gut, Sophia. Dann rede du mit ihm. Sophia? Yes? Here, talk to him again. Okay. Mr. Costa? Why, hello. Ja, so forschen wir jetzt nicht.
sein? Na, noch nicht ganz. Ach, scheiße, er will ja was zum Tauschen. Don't be a stranger now. He's a sweet old guy. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er auf gar keinen Fall ab nach Norwegen, Island, alles dasselbe Land. Bin mir ganz sicher. Also er will garantiert nicht die Mayonnaise haben, weil die nämlich noch mit Ä geschrieben wurde damals. Und das natürlich ultra albern. Aber wir brauchen diesen Aal. Alter Schwede, wie war das nochmal mit dem Aal? Vielleicht kann ich den alten vertreiben da, einfach mit der Peitsche. Oh. Vielleicht weiß der aber auch, wie der Dialog heißt. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Dr. Heimdall. You again. You by your... Nein, ich möchte Sie nicht ärgern. Wie war das mit dem verlorenen Dialog? Ja gut, dann erzähl's nochmal. Ich habe vielleicht wirklich nicht ordentlich aufgepasst. Reden Sie mit... Ja, auch das habe ich schon gemacht. What is this eel artifact again? I already told you. It's an Atlantean radio. Oh, natürlich. So long. Good luck, fellow believer. Und schon habe ich mich irgendwie in eine Sackgasse manövriert. Wie ist denn das passiert? Wenigstens reimt sich das. Hier konnte man auch nichts mehr nehmen, ne? Mit dem Camp kann ich nichts anfangen. Let's head for the airport. Boah, ich kann mir ganz genau vorstellen, wie ihr jetzt gerade vor dem Rechner sitzt oder vor eurem Handy oder worauf ihr diesen Mist hier auch gerade guckt und denkt, sag mal, das kann ja wohl nicht angehen, Junge. Kann ich gut verstehen. Geht mir auch jedes Mal so, wenn ich die Lösung weiß. Ist jetzt die Frage, was kann ich mit Mayonnaise anfangen? Das ist ja das Einzige, was ich jetzt gerade bekommen habe. Den peitsche ich jetzt. Oder ich frage einfach mal Sophia, ob sie irgendwas machen kann. Yes. What do we do now? We could talk to Sternhardt again, or we could move on. Wir reden nochmal mit Sternhardt. Stop! Begging your pardon, you can't go in there. Vielleicht im Dialog. Also ich glaube, ich muss mehr mit ihm reden und der Papagei, der sagt dann irgendwas. Könnte das vielleicht sein? Excuse me. Yes. Wie sind wir denn da vorhin rangekommen? Ich würde wirklich gerne den Tempel erforschen. Tell me the name of the lost dialogue of Plato. Genau, da waren wir schon. Oha. Der Hippokrates. Ich weiß den Titel nicht. I don't know the title. Plato! Obviously, you're not serious about this. Kann es so einfach sein? Herr Mokrates! Na, ehrlich, was denn sonst? Ach, Himmel, es ist immer schön, wenn sich sowas auflöst, so, ne? Wenn man so diese... Das hat diese Adventures von früher auch immer so richtig geil gemacht, wo man diese Verzweiflung fühlt irgendwie und dann selber auf die Lösung kommt. Dann ist das immer sehr schön. Yes? About exploring the temple. Tell me the name of the lost dialogue of Plato. The Hermocrates. That's it. That's it. Well now, perhaps I was wrong. Danke, Polly. You know what you're doing. Walk this way, please. Aber gerne. I don't trust this guy, Indy. I know what you mean. Come on. Come on. Here we are. See what you can do. Also hier haben wir schon mal Spiralmuster. Das gucke ich mir mal an.
This one looks different, more deeply etched. Mhm. Es ist auch viel dunkler dargestellt. Dann nehmen wir das doch einfach mal. I can't. Years of tarnish have it all gummed up. Ein Lösungsmittel. Ah! Dann benutzen wir doch die gute alte Mayonnaise mit Ä. That'll work. Ja, dann eben nicht. Ich habe da schon so eine Vermutung und ich hoffe, diesmal wird er nicht stören. Wenn wir uns mal kurz ein Utensil ausleihen aus seinem schönen Trödel, apropos, da steht er ja auf Deutsch, das ist ja witzig. Ja, dann nehmen wir mal die Petroleumlampe. Ja, was ist denn jetzt das Problem? Tut mir leid, Alter. Diese Lampe ist Teil meines Ordens. Ich kann sie Ihnen nicht überlassen. Sophia, du musst ihn ablenken. Am besten dahin. Well, any idea? Can I talk to you, Sophia? Ist ja auch überhaupt nicht verdächtig, wenn die sich in die dunkle Ecke verziehen. Could you talk to Sternhardt and keep him occupied? Okay. Voll lieb von dir. I'd like to speak to you. Was jetzt wohl mit ihm redet? Hört man nicht, ne? Wäre interessant. Na gut. Aber jetzt ist der Weg frei, um diese wunderbare Petroleumlampe zu nehmen. Dann müssen wir die wahrscheinlich noch öffnen, weil wir ja an das Lampenöl ran wollen. Schau an. Nein. Öffne. Öffne diese Lampe. Die ist schon offen. Okay. Schaue mal an. Better not spill the kerosene. Ah, okay. Alles klar. So geht's auch. Mann, das ist so aufregend. Wir entdecken jetzt ein altes atlantisches Rätsel. Excuse oder me, lösen es, beziehungsweise. Let's see what your friend is up to. Ja, ja, okay. Pass auf. Ich mach mal so. Benutze offene Lampe mit Spiralmuster. So, lecker Spirelli. Ja, habe ich. I hope you know what you're doing. Jetzt ist er komischerweise gar nicht mehr sauber. Look, the kerosene ate away the tarnish. Cool. Remarkable. Ja, dann nimm doch den Ding. Now I got it. Ich hab den Ding. Marvelous. Ja, genau. Und das war dieser Elefantenkopf. Und das sieht ja auch so ein bisschen wie ein Rüssel aus. Also benutzen wir jetzt mal den Rüssel mit dem Tierkopf. It fits perfectly. Haben now einen Elefanten. Kind of like an elephant. Und auch amazing. Einen Hebel, so wie es aussieht. Und den ziehen wir jetzt mal. Haha! Astonishing! Ja. Da bist du gar nicht hintergekommen, wa? My soul, the tomb of an Atlantean king. Here's a small stone disc with images of land and sea engraved on it. Oh, geil. It's a der Weltstein. At last I have this thing. What? Goodbye, fellow speakers. Nope! Wait! Das hab ich völlig vergessen. He got away. Was für ein Arsch. Da glitzert was. Verflucht. Too bad for Sternhardt. He missed the Orichalcum Bean. Wobei mir gerade einfällt, bei diesem Spiel kann man sterben. Deswegen speichern wir mal lieber. Pyra. Die Pyramide. Ist immer geil, wenn diese hinterlegten Schriften einfach Teil des Namens werden. So ungefragt. Ich schaue ihn nochmal an. Kann ich das überhaupt? Schaue an. Vielleicht hat er noch einen geistreichen Spruch abzulassen. Who knows? Vielleicht ist er, ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Cool. Also, wir haben eine Orichalcum-Perle. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zurück nach Island. Und es könnte ja sein, dass jetzt der Aal endlich rausguckt. Ich weiß, wie das klingt. So, benutze den Jeep. Let's find the airport. Und ab dahin. Ich liebe diese Melodie. Oh mein Gott! Was ist mit ihm passiert? Too bad. It's frozen solid. A little too dedicated to his work, I guess.
Okay, benutze Urikalkum in... Das weiß ich nämlich noch. Er wird dann heiß, er schmilzt das Eis und dann kann man den nehmen. Und den nimmt man dann wieder rum und geht zum alten Costa. So war das nämlich. Ja, so machen wir das jetzt. Ich denke, das ist so wahr. Boah, der hat den Weltstein geklaut. Wie sauer bin ich? Na, ihr wisst, was jetzt kommt. Jetzt kommt wieder diese Cutscene mit dem Flugzeug. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich rede jetzt noch mal ganz kurz mit dem Costa. Danach ist dann auch Finish für die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, endlich mal wieder dieses Spiel zu spielen. Es ist immer noch ein ganz fantastisches Rätselspiel mit irgendwie doch sinnvollen Rätseln, auf die man durchaus kommen kann. Zumindest als Erwachsener irgendwie. Als Kind war das dann doch ein bisschen, oder Junge, sehr Junge, Jugendlicher, war das dann doch ein bisschen schwieriger, muss ich ganz ehrlich sagen. Mr. Costa? Wobei ich mir auch ziemlich sicher bin, dass ich das erstmal auf Englisch gespielt habe. Und das macht es natürlich noch ein bisschen schwieriger. Wenn man so jung ist, let's talk about Atlantis. Wie wäre es mit einem kleinen Handel? Ja, ganz genau. Er möchte ja unbedingt handeln, okay. Dann kann er das auch kriegen. Jetzt kriegt der alte Mann den Aal. Ich weiß, wie das klingt. I'm offering this mysterious eel figurine. Now that looks interesting. You've got a deal, mister. Ich hätte auch nehmen können, ich verkaufe diese wunderbaren Lederjacken. Die Ward-Sammlung. Die Ward-Collection. Na, und ich meine, das war auch tatsächlich randomisiert. Also es war immer eine andere Sammlung, die man besuchen musste oder durchsuchen musste. Ganz genau, wieder zum Barnett College und Cutscene. Jetzt kriegen wir, glaube ich, zu sehen, was Urikalkum eigentlich kann. Und Dr. Übermann ist da. Übermann. See what Herr Jones has kindly provided. What on earth? Isn't it amazing? You fool! You come back to show me this prehistoric knick-knack? Herr Doctor, I believe this knick-knack, as you call it, comes from the lost city. Then we have failed! I see no evidence here of the magical metal Plato called Urikalkum! Look here, concealed in the base is a small shiny bead. Und it glitters like fire, exactly as Plato described. Warum sprechen die untereinander in Englisch? I never guess. We must test. My God. Very powerful. We've done it. The energy of uranium. Without any radioactivity, and those smug American scientists know nothing. That gives me an idea. Suppose I place the bee inside the statue's open mouth. You saw that? Think of trucks powered by these beads. Think of tanks. Think of airplanes. Use your imagination, Colonel. Think big like the Americans. Think of bombs. So why are you dragging me in here? Plato's lost dialogue should be here somewhere.
Need some help? Okay, sorry, ich möchte schon, dass sie mitkommt, aber das kann ich einfach nicht sagen. Das kann ich aber auch nicht sagen. Du hast keinen Rückgrat. So, du stehst mir nur im Weg. Das ist immerhin 1939, das dürft ihr nie vergessen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es auch alleine funktioniert. Ob ich die Ward-Sammlung tatsächlich noch nie aufgesucht habe. Ja, und damit sage ich euch vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Ja, mir macht's Spaß. Ich werde auf jeden Fall weiterspielen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Und ich fand's auch richtig geil, dass ich mal wieder mit Maus spielen konnte, so ein altes Spiel. Ja, es gibt nicht so viele Spiele aus dem Zeitalter, die man mit Maus spielen konnte. Konnte man ja Alone in the Dark auch nicht. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Klick!